Staaten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Wie machen wir das jetzt mit den Keksen? Wie machen wir denn? Also wir könnten eine Stufe noch und dann würde uns unser ganzes System hier auf die Füße fallen, weil wir dann einfach keinen Platz mehr haben. Ja, das ist eigentlich nicht mehr machbar. Wir können jetzt hier oben anfangen, unser super Layout zu bauen für die Zitronen. Hier hätten wir auch die Arbeitsplätze. Das würde alles funktionieren, wenn wir das hier machen wollen. Gut, was brauchen wir alles für unsere super Keksfabrik? Die Zitrus-Dinger. Halt, gehen wir mal zurück. Nehmen die ganze Sache jetzt mal kurz in die Hand. Ich nehme jetzt mein hartes Gerät in die Hand. Prüfe hier mit meiner Maus, das ist das harte Gerät, genau, ob das hier dann jetzt alles funktioniert. Also, Keksfabrik. Ach so. Das ist ja dann nur Mehl und Schweinchen und Dings. Es wäre schon schön, wenn wir das hier irgendwo aufbauen könnten. Das müsste eigentlich dahin. Aber dahin kommt Ihr ja Schiff ist von der meine Überfahrt Dings. zurückgekehrt. Bums. Himmel, Herrgott. Ich stehe im Weg. Zumindest so ein bisschen. Ein bisschen weiter nach rechts. Uns fehlt der Einfluss. Ich will ja nicht sagen, ich habe viele Telefone, aber doch, eigentlich schon. Gut, wir stellen die Abteilung hier ein bisschen weiter rüber. Apropos, kommt hier überhaupt noch Strom an? Ja, da, bis da geht der Strom. Ja, mit meiner heldenhaften Idee kommen wir hier nicht mehr weiter. Das können wir da hinten erstmal kurz mal canceln. Tja, wo stelle ich denn jetzt euch hin so lange? Also die Idee ist ja alles ganz toll hier und so. Erstmal machen wir uns Platz. Zack. Schließen den hier drüben an. Dann fällt der erstmal weg. Wir müssen eigentlich noch bei Gelegenheit noch Dings nachproduzieren. Unsere Glasvorräte werden jetzt gleich in den Keller gehen, bestimmt. Ja, was sagt die Glasabteilung? Ja, ein bisschen. A little bit. Hier stehen ja gar keine Glasdinger. Gedacht, ich habe die hier irgendwo noch ein, zwei untergebracht. Nein, nein, nein. Hier steht nichts weiter. Eine Glasbläserei, da fängt die Stimmung an. So, die sollte erstmal das Defizit ausgleichen, was wir da haben. So nebenbei. Ja. Die Das ist jetzt voll Waffenruhe wurde lustig hier, beendet. weil ich nicht mehr weiß, wohin. Ja, was unsere Stromabteilung, die steht da. Wenn wir hier die Kohle exekutieren und da wegnehmen, können wir das ja alles nach oben stellen. Oh Mann, wird das lustig. Komm, wir ziehen es gerade durch. Was soll's? Den hoch. Und dann stellen wir die hier einfach nebeneinander auf und hoffen, dass es funktioniert. Ja, es ist die Telefonabteilung, die reicht nicht zufällig. Also der Strom und so. Der würde nicht zufällig bis da reichen. Also, es wäre schon toll, aber ich glaube da nicht so richtig dran. Vor allen Dingen, weil ich da keinen Durchweg gebraucht hatte, ich Trottel. Alles auf Risiko. Na, 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 na. Und jetzt hoffen wir einfach, dass es funktioniert. Und dann, verdammt! Und dann stehst du im Regen. Und der Strom reicht nur bis da vorne. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Tja, war schön. Fangen wir nochmal von vorne an. Nein, alles, ja, alles nicht ganz so gut. Die Stromversorgung kommt jetzt nicht zufällig, wenn wir das Ding hier anschließen, bis dahin.
Gut, ich habe nichts gesagt. Wieso? Versteckt. Ah ja, weil er die Reichweite schon bekommt, der alte Fuchs. Du bist schon in im Modus. Ja, aber auch. Wieso kriegst du... Ja. Oder war das jetzt... Keine Ahnung. Es funktioniert, lass uns so stehen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Irgendwas. Gut, alles erstmal hinballern. Warum habe ich das eigentlich so eingestellt? Sieht nicht schön aus, muss es auch nicht. Bam, 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 bam. Toll. Ihr kommt später nochmal. Gut, den ganzen Platz hier leer geballert. Damit die Abteilung hier hin kann, die wir jetzt brauchen. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier nochmal ein Item entwickeln will? Es wäre schön, wenn wir das hinkriegen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis er bei 80.000 ist. So lange läuft der Timer. Also, wenn ich hier so einen Koffer entwickle. Statistikmenü. Wir probieren es. 10 Minuten. Wir schauen uns das mal an mit dem Köfferchen. Wenn wir es hinkriegen, können wir hier theoretisch Alles hier ist die ganze höchst. Konservenabteilung hier wunderbar runterziehen. Das ist die Sache. Wir haben jetzt keinen Einfluss wieder. Es ist hier echt auf der Rasierklinge. Ist unfassbar. Apropos, was ist eigentlich mit der Zeitung? Kommt die noch nicht wieder? Hat die noch ein bisschen Einfluss da? Frachtschiff steht bereit. Die hat doch bestimmt noch ein bisschen Einfluss da. Was wollte ich jetzt? Ach ja, hier. Der gute. Wo ist meine Fieberröhre? Die habe ich gerade geholt. Die habe ich fünfmal da. Sehr gut, dass wir die vorhin übersehen haben. Naja. Bitte kein Raunen jetzt, ja? Ich hab's bis hier gehört. Oh. So ist das halt. So, jetzt machen wir hier Mama Zitrone. Mama Zitrone, Mama Zitrone. Wir laden ein. Zitrone. Zitrone nehmen wir mit. Zitrone weg. Dann machen wir neue Schief. Richtig gut von Ivan. So, Zitrone. Wie viele Arbeiter haben wir noch? Wie viel kriegen wir jetzt in der neuen. Wie haben wir alle Items eigentlich da? Ich würde ganz gerne hier noch das Layout aufbauen. Sie. Sie haben doch gerade nichts zu tun, oder? Nehmen Sie mal so eine Packung Steine mit. Fahren Sie die mal in die neue Welt. Dann haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Fahr da mal hin und warte da auf mich. An meinem dritten Haus klemmt das Tor. Irgendwas zieht. Gut. Jetzt hier nochmal. Manche fragen sich echt, so wird das heute nochmal was? Weil ich bin ja wirklich an jeder Abteilung irgendwie zugange, aber wir kommen keinen Schritt voran so. Ja, ich bin hier. Ja, Ne, wenn ich gerade bei entschuldige, dem bevor ich einen. davon einen trinken gehe. Holen Sie ein Geschenk ab. Es gibt immer wieder irgendwas Ach, Neues. Sie sind viel zu gut zu uns. Ganz toll, eine Seemine. Ja, wenn es bei der einen Abteilung erstmal nicht weitergeht, gehe ich zu der nächsten. Ah, die liegen wieder zu hoch hier. Zu niedrig. Also. Gut, weiter rüber geht's nicht. Das ist nämlich meine Abteilung hier. Und die geht nicht, weil er jetzt hier nicht geht. Und wenn ich ihn jetzt wieder querstelle, dann geht's auch nicht. Also schicken wir ihn hier rüber. Jetzt gucken wir mal, wie wir das am besten gestellt kriegen.
Den kriegen wir nicht weiter rüber. Den könnte man da... Egal, wie wir es hinstellen, wir sind nie zufrieden. Das sieht bescheiden aus, also lassen wir es so stehen. Der steht dann auf der Rasierklinge. Ich weiß nicht, wohin mit ihm. Das wäre genau der, der in die Mitte muss. Ja, bauen wir es so, ist doch auch egal. Gut, weil hier muss jetzt er noch mit untergebracht werden. Er steht aber momentan hier noch unter der Verwaltung. Da wird noch Holz produziert. Die Frage ist, wie viel Holz brauchen wir? Ja, die Holzabteilung können wir auch nirgendwo mit unterbringen, oder? Nee, also hier ist die Produktion. Wo sind wir denn hier? Der müsste rein theoretisch jetzt weg. Der müsste hier an den Verhandlungstisch. Der steht natürlich genauso blöd, wie er nicht soll. Und da wäre es strategisch sinnvoll, wenn er so steht, damit ich ihn ein weiter nach darüber kriege. Das geht wieder nicht, weil er wieder im Weg steht. Oh. Damit er wieder auf der Kante hier links liegt. So, du schießt erstmal hier. Damit ist jetzt die ganze Abteilung, die hier erstmal arbeitet, arbeitslos. Das wird jetzt gerade zu einem Holzkollaps führen. Wenn es hier so weitergeht, ja. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Weil die Abteilung muss jetzt erstmal das irgendwie mit der ausgleichen. Weil ich das erstmal hier alles rüberstellen muss. Dann würde ich ganz gerne trotzdem noch welche von den Dings dabei haben. Vielleicht brauchen wir die noch mal. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Falls Sie jetzt gerade erst einschalten und sich denken, was tut er da? Das hat alles in der Methode. Ja, ist klar, Roland. Nein, es geht jetzt darum, wir müssen ja den Einfluss irgendwo erstmal sparen. Deswegen steht der jetzt erstmal hier. Fürs Erste. Die Holzproduktion steht damit mit in der Nähe. Damit das erstmal irgendwie funktioniert. Weil wir können das eine nicht ohne das andere machen. Gut. Damit sollte erstmal genug Holz hier in den ganzen Club reinkommen. Hoffentlich. Die Abteilung ist fertig. Jetzt gut überlegen. Außen die Teile. Wir bauen jetzt wieder was für die Ewigkeit. Und deswegen muss das jetzt stimmig sein. Und da müssen wir uns ganz genau überlegen, wie bauen wir das. Ich habe nämlich vielleicht vor, meine Dingsproduktion dann irgendwann hier hinten aufzubauen. Das heißt, wenn ich jetzt hier was umsetze, von unseren lustigen Lehmgruben, zum Beispiel diese hier, oder eben halt diese, wenn wir die jetzt umsetzen, dann sollte die auf einer Position liegen, wo wir gut rankommen. Und womit ich leben kann. Und das ist verdammt schwer. Und das wäre zurzeit die einzige, wo ich sage, ja, das ist okay. Ich traue mich aber nicht. Ja, das ist so ein bisschen endgültig. Wenn ich das Ding dann dahingestellt habe, dann sitzt es da. Dann geht es auch nicht mehr weg. Ja, das ist so. Da tue ich mich immer noch verdammt schwer mit. Weil er ist noch flexibel, ihn könnte man noch hin und her rutschen lassen. Ja, nicht wirklich. Ein bisschen weiter nach links wird es gehen, aber das war's. Und wenn ich ihn jetzt hier rüber setze, würde das ja hier schon die ganze Abteilung wieder verändern. Würde ich ihn so setzen, wäre hier der Fünfer frei.
Ja. Hier drüben aber nicht. Ja. Allerdings gefällt mir das eigentlich so schon ein Stück besser. Aber was bauen wir denn hier hin? Das müssten wir eigentlich auch auf 5 kriegen. Hier sind es aber gerade 6. Wenn ich den auf 6 lege, kriege ich den aber nicht auf Kante, weil der hier wieder so dämlich steht. Den kriege ich aber auch nicht weiter rüber. Das wäre zwar schön gewesen, geht aber nicht. Ja. Ja, das Einzige, was wir machen können, ist den hier. Einen nach rechts oder einen nach links stellen. Die Waffenruhe wurde beendet. Das hat alles Auswirkungen auf den nächsten Schritt, den wir tun. Schließen wir mal die hier ganz kurz an. So. Den so oder den so. Wenn ich ihn so setze, habe ich hier auch keine glatte Kante. Weil da wieder die Ecke fehlt. Das ist verhext. Da seht ihr immer meine Problemchen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wo ich stundenlang sitzen kann und überlegen, wie wir das jetzt am besten hinbekommen. Setze ich den weiter nach rechts oder setze ich ihn weiter nach links? Das ist eine wahrhaft links bedeutende wäre gut. Entdeckung. So lange, bis ich meine, dass ich damit leben kann. Gut, wir probieren es. Wir setzen den ersten um. Und zwar den hier hinten. Er soll jetzt hier arbeiten. Eine endgültige Position. Jetzt ist passiert. Jetzt steht er da. Jetzt müssen wir dabei arbeiten. Vorteil, wir kriegen mehr Gold. Das ist das Ganze. Und das ist auch nicht wenig. Wir reden hier wirklich von einer Sache, die wirklich viel Gold und Perlen einbringt. Ja, wenn ich hier noch eine zweite reinstelle, geht's los. Gut, wie ist es jetzt hier eigentlich mit meinem Klambusterminister? Also, wir haben jetzt Dings. Irgendwie konnte man das jetzt anwenden. Ich habe das nur einmal gemacht. Items. Wir brauchen unbekannt, und zwar brauchen wir unser Fräulein für Mehl. Das Ding wäre für die ganze Produktionsanlage. Können wir eigentlich nur die dann mit dem Dings machen, oder wie läuft das? Wir bräuchten ihn. Dieses Ding identifiziert ein Forschungsinstitut. Den werden wir dann nur hier kriegen. Ja, aber irgendwie konnten wir doch jetzt was mit diesem einen Köfferchen anfangen. Ich glaube, wir können ja nur die machen, ne? Die hier mit dem Dings sind, oder? Wie ist das jetzt? Herkunft, Aufgaben. Interessant. Hat sich ganz schön was verändert. Was ist das hier eigentlich für eine Spule? Schrottmenge, kenne ich ja auch noch nicht. Interessant, wo ist eigentlich die Frau, die wir eigentlich haben wollen? Hier. Sie wollen wir haben. Ätherische Belohnung, Expedition. So, wir haben doch jetzt hier so ein lustiges Köfferchen gemacht. Forschungsinstitut entwickelt. Wählen Sie im Statistikmenü ein Item aus, das Sie besitzen, und aktivieren Sie den Koffer. Rechtsklick, um Dings zu machen. Achso, also für ein Item, was ich besitze. Interessant. Koffer verwenden. Und wenn wir den jetzt verwenden. Entwickelt werden kann, ja, ganz toll.
Den können wir ja nicht nehmen. Welchen wollen wir denn? Sie? So, dann haben wir die jetzt. Ganz toll. Hat's aber nicht gebracht. Gut, dann nehmen wir jetzt unsere kleinen Forschungspunkte, die wir noch haben, die paar, und forschen so lange, bis wir das Item haben. Also der Koffer bringt immer noch nichts. Toll. Lassen Sie uns die Besten der Besten anheuern. Ja, wir arbeiten dran. In welche Technologie wollen wir investieren? Geben wir mal ein paar Punkte aus. Tolle Maschine, hätte ich gern. Tja, so viel erstmal dazu. Dings ist drüben angekommen. Wir stellen jetzt erstmal trotzdem die Dings um. Wir haben 19. Achso, Dings hat er bestimmt zurückgekauft. Wir brauchen einen Einflusspunkt. Himmel, Herrgott, wo kriegen wir einen Einflusspunkt her? Wir könnten ein paar Häuserchen weiterentwickeln, aber nur, nur ein paar. So. Reicht. Hier, Mehlabteilung. Die soll jetzt hier hin. Die kommt jetzt hier hinten weg. So, die Konservenabteilung. Die kommt da weg. So, wo ist unser? Das ist der Bäcker. Ich will aber den anderen. Danke. Badadam, tadadam, tadadam, tam, tam. Warum war das so? Also bis hier wird er gehen. Da wird es nicht mehr gehen. Hier wird es auch noch gehen. Hier wird es nicht mehr gehen. Nein, wir müssten exakt da stehen lassen. Dann würde hier aber auch nur noch einer reinpassen. Das musst du wissen. Das ist eigentlich, wenn ich die hier so seitlich lege. Hat das irgendeine strategische Auswirkung? Ja, eine ganze Menge sogar. Wir könnten ihn... Ne, wir lassen das mal so. Ich würde ihn ganz gerne strategisch so offen lassen, wenn das ginge. Dann können wir hier bestimmt noch hier so eine Viererabteilung drüber legen, richtig? Das wird jetzt auch erstmal eine ganze Weile reichen. Damit würde das schon mal stehen. Gut, damit hätten wir hier ungefähr die Höhe, die wir jetzt brauchen. Der Rest ist erstmal egal, weil interessiert mich nicht. So, dann stellen wir hier die Abteilung für Talg auf. Und zwar nicht gerade wenig, damit das hier auch funktioniert. Dann müssen wir das hier aber auch noch irgendwie besser klampüstern. Das ist aber jetzt, bauen wir schon wieder, das eine baut jetzt schon wieder in das andere hinein. Das ist nicht so sexy. Also ob ich will oder nicht, der muss erstmal hier oben irgendwie an die Straße gehen. Gut. Kekse! Genau da stehen bleiben, nicht bewegen, noch gar nichts machen. Mm-mm. Noch nicht anfangen. Lohnt sich nicht. Nicht gut. Mag ich nicht. Hier kriegst du noch einen mit dazu, dann sind die erstmal beschäftigt. Wenn wir eins haben in diesem Spiel, dann ist es Schweinchen. Dafür haben wir eine Stunde gearbeitet, um hier Schweinchen zu bekommen. Und Schweinchen haben wir. So. Jetzt auf zu den Zitrusbäumen, damit wir heute noch so tun können und so sagen können, wir haben was getan. Gut, die Zitrusabteilung. Dafür müssen wir nochmal die Items holen, die wir nicht da haben, die wir brauchen. Gehen wir nochmal alle Items shoppen. Dann gehen wir nochmal in die Arktis. Gucken, wo unser super Schlachtschiff steht. Das werden wir jetzt hier in die Mitte platzieren. Genau an diesem Posten. Was hat der Diplomaten? Ne, das kann man auf der Linkskarte, oder? Der Routenplankarte. Ja, da werden wir uns hinstellen. Und falls wir angegriffen werden, kann dieses Schiff einfach irgendwo A, B, irgendwo hinfahren. Was machst du eigentlich hier? Kein Zuhause? Ein bisschen wenig Holz hier. Das lässt sich ändern.
Mach mal Holz. So, neue Welt. Kommen Sie. Lediglich um etwas Schutz. Ja, ist gerade ganz schlecht mit dem Schutz. Also, das ist gerade. Kann ich ja gar nicht, ne? Wo ist eigentlich der Freund mit den Zitrusfrüchten? Es gibt doch hier noch so ein lustiges Item mit Zitrusfrüchten. Hatten wir das schon? Hatten wir das nicht? Also hier ist es ganz bestimmt nicht. Ja, auch nicht. Da eingesetzt haben wir das auch noch nirgendwo. Es wäre so schön, wenn wir es hätten, aber das kriegen wir nicht, weil wir es nicht haben. Mehr Druck im Kessel. Irgendwann wird das schon nochmal auftauchen. Gut, du kommst mit. Dich haben wir heute schon 1000 Mal gehabt. Dich haben wir schon. Kriegen wir noch den anderen, wenn es geht. Ethanol, wir haben es hin und her geschmissen. Zitrusfrüchte, kriegt nochmal Zucker. Ja, komm. Wir brauchen ja eh 3 Items. Wo ist nochmal der andere mit 20% weniger? Das wäre jetzt voll nett, danke. Nochmal die anderen kontrollieren. Gut, mehr ist nicht drin. Nochmal Kontrolle. Es geht nicht um Rache. Ich hätte schon ganz gerne noch irgendwie, keine Ahnung, einen Hypnotiseur zum Beispiel mitgenommen. Das ist eine gute Idee. Der ist voll krass, Mann. Vielleicht noch einen Hypnotiseur? Komm schon, für den guten Roland. Heute. Ich habe bald Geburtstag. Dieses Jahr noch. Später. Also nicht heute. Halt nicht, Mann. Sind unterwegs. Anu kriegt kein Geschenk von mir. Also erstmal provisorisches Layout. Ja. Haben wir genug Einfluss? Nein. Was machen wir da? Weiß ich nicht. Aber das steht da schon so. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Hier, nimm mal den da weg. Was ist hier eigentlich los? Ihr seid doch arbeitslos. Das braucht ihr doch nicht. Jetzt mal ganz im Ernst, das brauchen die doch nicht. Hier, die Goldabteilung, könnt doch alle ein bisschen kuscheln kommen. Ihr seid doch jetzt hier alle völlig überbewertet. Da stellen wir den rein. Alle völlig überbewertet. Ach, immer noch keine Goldbarren. So, wie sieht es eigentlich mit dem Golderz aus? Haben wir schon genug Golderz? Weil die beschweren sich ja nicht. Und wenn genug Golderz da ist? Naja gut, Golderz haben wir auch nicht da. Ja, es wäre jetzt schon ganz toll, wenn wir hier die zweite Abteilung noch daneben stellen würden, damit sie sich das dann auch noch rentiert. Zumindest ein bisschen. Bab. Und hier ist der andere. Gut, also wenn wir den Freund hier... Wo stellen wir ihn hin? Also, ich würde ihn ja gerne hier so, da so hinstellen. Aber dann bleiben oben ein bisschen frei, oder? Mach halt einfach so und sagen, das soll so. Ist doch eigentlich, warum habe ich mir da jetzt so Probleme mitgemacht? Wir nehmen den Papa hier weg. Setzen den hier unten rein. Damit haben wir doch hier schon eine schöne glatte Linie. Jetzt weiß man das zum 100. Mal da oben ab wahrscheinlich. Aber dafür steht er jetzt hier perfekt. Wir haben den hier in einem Umkreis. Und können jetzt hier ganz, ganz wunderbar noch mehr Gold farmen. Wir brauchen übrigens auch noch den Jörg, der hier noch nebenbei Öl produziert und auch nochmal Gold macht. Das wäre jetzt echt geil, wenn wir den hätten, aber kriegen wir nicht. Gut. Wollen wir noch eine kurze Shoppingtour machen? Dauert auch nicht lange. Komm, wir probieren's. Wenn wir Glück haben, kriegen wir was. Wenn wir Pech haben, nicht. Komm schon. Die Menschen lassen sie hoch. Rolltreppen. Alle. Komm schon. Alle. Jetzt aber. Nicht wirklich. Jetzt aber. Ja, zumindest schon mal der Hypnotiseur, der freigeschaltet ist. Lief beschissen. Gut. Hätten wir das geklärt. Kommen wir nun zu den Zitrusfrüchten, die wir schon den ganzen Tag heute hier irgendwie mal unterbringen wollen. Wie machen wir das am besten? Ja. Hier oben ist die beste Abteilung. Bestmögliche. Bist du schon da? Ja. Gut. Brauchen wir hier noch einen Hypnotiseur? Vielleicht. Also, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Wir haben die drei
Typen von der Tankstelle. 20% weniger. Kann ich den 9er Körder schon legen? Ich bin mir nicht sicher. Also jetzt erstmal kein Problem, aber die Frage ist, der 9er geht. 4er geht auf jeden Fall, das weiß ich. Du schießt ja auch noch im Umkreis, ne? Warum haben wir den so weit runtergesetzt? Da steht er außerhalb, das ist klar. Den kann ich dann auch noch mal eins einrücken lassen. Den auch noch mal eins einrücken lassen. Den auch noch mal eins einrücken lassen. Dann, wie wollen wir ihn stellen? Nach unten oder nach oben gucken? Komm, dann gucken die drei nach unten. Sehr gut. Du guckst nach rechts, du guckst nach links, du guckst nach oben. Sehr schön. Okay, es kommt nicht ganz hin. Wir können nicht zufällig den noch ein bisschen weiter nach außen stellen. Nein, das geht nicht. Aber dem geht's gut. Nur er hat Probleme. Ihr Schiff 98? Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das ist ja genial. Genial. Ja, dann stellen wir ihn halt so ein bisschen geschummelt nach außen. Das soll's. Apropos, warum steht der hier eigentlich so dämlich? Er sollte doch eigentlich auf dem Dings von dem stehen. Ach, du bist jetzt bei 100. Kann ich dich dann auch da stehen lassen? Nee. Bei dir geht das nicht. Dann stellen wir dich hier auch auf die Kante. Apropos, dann rutsch nochmal einen runter. Ja, es ist jetzt nicht sexy, aber was soll's. Die Frage ist, darf ich wenigstens die Straße hier so durchschicken? Nein, darf ich auch nicht. Wisst ihr, Leute, das Spiel hat auch so ein bisschen was von ich gebe und dann nehme ich auch etwas. Aber so richtig mag das Spiel mich nicht. Nur ein Glück funktioniert das. Jetzt etwas blöd gelaufen. Wieso hast du denn jetzt schon wieder 96%? Hier werde ich noch einen... Ach ja, weil ich hier die Karte, die Dings hingesetzt habe. Gut. Jetzt lasse ich den aber trotzdem so stehen. Jetzt ist es auch egal. Muss sowieso nochmal neu gebaut werden. Ich bezweifle, dass er alle bewirtschaften kann, aber wir gucken mal. Schön wär's. Schön außen. Das geringste Übel. Schön verklickt, wunderbar. Stellen wir den hier hin. Den hätte ich zwar ganz gerne dahingestellt, das funktioniert aber nicht. Und wo ist jetzt die drei? Ja, das wird schon irgendwie gut gehen. Na also, das hätten wir heute auch nochmal geklärt. Habt ihr jetzt alle 100%? Muss der Roland nochmal gucken kommen? Naja, vor allen Dingen hätte ich hier die Straße nicht setzen sollen. Exakt 100. Ja, sieht gut aus. So sieht ein Layout aus, wenn man meint, dass man unbedingt den äußersten Rand nutzen muss. Sieht scheiße aus, ist total unbequem gebaut und nimmt übelst viel Platz weg. Aber ist okay. Es steht ja erstmal da, damit wir genug Kapazitäten haben. Dann können wir hier nochmal ein bisschen unsere Anzahl an Gebäuden noch ein bisschen erhöhen. Neue Befehle? Und dann bist du unser Zitrusfrachter? Nein, du bringst Gold. Du bringst extrem wenig Gold, muss ich jetzt mal sagen. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen mehr Gold machen. Können wir uns nämlich leisten. Hier könnte man nicht, also ich weiß, dass ich gerade nicht das Geld dafür habe, aber von der Theorie her idiotisch, aber es wird funktionieren. Nur noch, ich wollte nur mal schauen, ob es vielleicht was bringen könnte. So, hier ist das eine Item drin, was absolut nichts bringt, aber schön. Könnten wir noch ein anderes reinpacken. Wir können hier den
Tissé unterbringen und ihm noch den Dings reinpacken, damit er noch was davon hat, wenn das Ding schon mal steht. Allerdings brauchen wir den Einfluss irgendwann später, also lassen die drei Dinger hier stehen. Hoffen, dass das mit dem Zimt hier erstmal funktioniert. Damit haben wir die Kekse. Die Kekse legen jetzt quasi beim nächsten Mal los. Ja, wir haben jetzt erstmal das Ding umgestellt, haben hier die Abteilung rübergestellt. Wir müssen jetzt eins nach dem anderen hier kontinuierlich mal auf eine Position bringen, wo das Sinn macht. Beim nächsten Mal muss die Abteilung mit den Maschinen muss hier weg. Also die Nähmaschinen brauchen noch eine neue Position. Die dürfen ja mit den Hochrädern zusammenarbeiten, wegen dem Buff. Ja, dann müssen wir die Glühbirnenabteilung noch bauen. Wir haben noch eine ganze Menge zu tun und haben heute eigentlich relativ wenig geschafft. Das Gute ist, wir konnten jetzt erstmal ein bisschen an Kapazität sparen in Sachen Fahrstühle und können dann überlegen, wie wir weiter vorgehen. Aber das heute reicht erstmal.